Hallo und herzlich willkommen, liebe Delmen News User. Wir melden uns hier live aus dem Stadion Delmenhorst zum Regionalligaspiel SV Atlas gegen SV Drochtersen-Assel. Herzlich willkommen. In wenigen Minuten geht es los. Bei allerbestem Sommerwetter hier im Stadion. Jetzt haben wir auch den aktuellen Spielstand eingeblendet. 0:0. Die Mannschaften bereiten sich vor. Man sieht es. Es wird nochmal Motivation getankt. Hier vorne der SV Atlas. Dort die Mannschaft aus Drochtersen bzw. Assel. Bevor es dann gleich in wenigen Minuten heißt. Auf geht's! Und das war der Anstoß. Die Stimmung auf der Tribüne ist bestens, wir hören es. Die erste Chance für Drochtersen. Aber schön pariert. Direkt viel Tempo drin in den ersten Minuten. Lassen keinen Zweifel dran, dass sie nicht dafür verantwortlich sein sollten, falls es heute nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt. Denn auf der Tribüne ist ordentlich Stimmung, man hört es immer wieder, kann man kurz rüberschwenken. Ich denke, man kann es auch so hören. Thank you.
Und der erste Einwurf für die Gäste. Einen weiten Anlauf der Spieler. Und kommt auch direkt bis vors Tor. Aber der SV Adlers konnte sich da befreien aus dieser Situation. Ich soll ganz klar sagen, es ist kein leichter Gegner. Der SV Drochtersen-Asse steht auf Platz 2 der Tabelle hinterm VfB Oldenburg. Und ja. Aber Bastian Kuchen ist zuversichtlich, dass man heute vielleicht hier mit einem 2:1 sogar vom Platz gehen kann und die 3 Punkte hier in Düster noch bleiben. Das hat er eben vorm Spiel noch mal kurz so im Vorbeigehen uns mitgeteilt. Und direkt ein Konter der Gäste. Noch ein bisschen wild hin und her. Weiterspielen. Freistoß kommt, wenn SV Adlers. Alles freigegeben und weiter geht's. Oh!
Viertelstunde sind jetzt gespielt. Und Trainer Karibau sagte gerade, gut gespielt, Männer, bis dahin. Ich muss ganz klar sagen, dass hier ein sehr hohes Tempo drin ist. Mal gucken, wie lange die Mannschaften das aufrechterhalten können. Schöne Idee. Leider knapp am Tor vorbei, aber es war ein Versuch wert, auf jeden Fall. Thank you.
Nächste Chance. Ach, auf den Torwart. Aber sehr schön. Sich mal gezeigt. So könnte es gehen. Schöne Aktion, schön gedacht, aber am Ende hat es nicht ganz gepasst, aber da kommen bestimmt noch mehr Aktionen. Nächste Chance. Ja.
Hui. Eike Bansen mal kurz eingreifen. Und Ecke für den SV Adlers. Eine schöne Chance für den SV Adlers. Und die nächste Ecke. Thank you.
war leider das 0:1 für die Gäste. 28. Auch gerade noch mal gehört vom Stadionsprecher Thomas Nowinski, Sam Marcel mit der Nummer 10 Sobota. Thank you.
Gestoppt. Und noch gerettet, Wahnsinn. Das gefällt mir so sehr gut, dass ich der SVA nicht von diesem 0:1 Rückstand hat einschüchtern lassen, sondern weiterhin aggressiv und uneingeschüchtert spielt. Klasse. Schöne Parade von Eike Bansen. Ecke für die Gäste. Schön befreit. Thank you.
Das war leider das 0:2 für Drochtersen. Kurz vor der Halbzeit. Jurik Wulff war der Schütze. Alles möglich. Thank you.
Das war die erste Halbzeit. Gegen SV Drochtersen in Assel. Es steht 0:2 und wir hoffen natürlich, dass der SVA das noch drehen kann und ja, mal schauen. Wir haben jetzt hier übrigens in der Pause gleich noch zwei Gesprächspartner, deswegen bleibt dran, lauft nicht weg, bleibt im Stream und wir melden uns gleich wieder. So, liebe Daily News User, unser Besuch ist schon im Anmarsch. In ein, zwei Minuten sind die beiden hier oben. Ich sehe sie schon kommen, deswegen schalte ich jetzt gleich mal die Kamera direkt um. So, da haben wir die beiden schon. Hallo, kommt doch mal ein Stück vor bitte, dass ihr noch hier in die Kamera kommt, mit ins Bild kommt. Genau. Am besten zum Rüber. Perfekt, super. Stellen wir das Mikro noch hier hin. Genau. Ja, liebe Fans, ihr habt es natürlich direkt erkannt. An meiner Seite hier Mustafa Azazoy, Guzman Turay. Hallo, wie habt ihr das Spiel bisher erlebt? Was ist euer Eindruck? Ja, ich fange mal an. Ich denke, 2-0 aufzunehmen ist schwer für den Kopf. Ja, wir haben gerade schon mit Usman haben schon ein bisschen gesprochen. So. Uns fehlen heute, glaube ich, ein bisschen die tiefen Laufwege, dass der Ball da mal vernünftig durchgesteckt wird. Und ja, wenn du 2-0 zur Halbzeit hinten liegst, ist es schwer für den Kopf. Sehr, sehr schwer. Okay. Aber wir haben das schon mal gedreht. Letztes Mal. Vorletzte Woche, genau. Letzte Woche. Und heute schaffen wir es auch wieder. Sehr gut, sehr gut. Was ist dein Eindruck? Ja, wir machen einfach zu viele einfache Fehler. Okay. Ich denke, wenn wir die abstellen, Mentalität haben wir. Dann können wir das Ding noch drehen. Ja. Ich bin noch zuversichtlich. Ja. Aber wir müssen es auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit Gas geben. Ja. Was mir persönlich ganz gut gefallen hatte, war, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sich die Mannschaft davon negativ hat beeinflussen lassen im Kopf. Also es war jetzt nicht so dieser Schockmoment, den habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Wie war euer Eindruck? Also man hat direkt wieder versucht, Gas zu geben und das Ganze wieder auszugleichen. Ja, genau. Das zeigt auch die Erfahrung aus den letzten beiden Wochen. Wie gesagt, da lagen wir auch 2-0 hinten und da haben das komplette Spiel gedreht. Letzte Woche gegen Lohne, da waren wir auch wieder 2-0 hinten, machen noch das 2-2. Ja. Und ich denke, das ist einfach die Erfahrung, die uns wieder hier vorantreiben wird. Ja. Was machst du? Ja, ich sehe es eigentlich genau wie Musti. Ja. Die haben schon Spiele gedreht, wir haben es bewiesen. Und ich denke, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit das Ding machen werden. Ja, okay. Wie wird es denn ausgehen? Was denkt ihr? 3-2 für uns. 3-2? Ganz klar. Okay. Okay.
Wie seht ihr denn taktisch? Also was hättet ihr, wenn ihr jetzt, ihr seid keine Trainer, aber wenn ihr jetzt Trainer wärt, was hättet ihr jetzt anders gemacht oder was würdet ihr der Mannschaft geraten? Also ich glaube, taktisch können wir jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, das wollen wir auch beide nicht. Ja, okay. Diplomatische Antwort. Wir können der Mannschaft nur Mut zusprechen und motivieren und wir pushen von der Bank aus. Das ist das, was wir von hier aus machen können. Ja. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass wir die drei Punkte auf jeden Fall noch holen oder zumindest einen Unentschieden. Ja. Wie traurig seid ihr denn, dass ihr jetzt nicht ins Spiel eingreifen könnt? Ja, eigentlich sehr traurig. Wir müssen uns helfen. Aber wie gesagt, das bringt nichts. Es spielen jetzt die Spieler, die da sind. Und die geben auch Gas. Ich bin zuversichtlich, dass sie das heute machen. Wie siehst du das? Es ist sehr schade, dass wir nicht spielen dürfen, nicht spielen können. Gerade bei so einem Rückstand ist das, glaube ich, wichtig, ein bisschen Erfahrung mit reinzubringen. Mhm. Ich glaube, wir sind positive Spieler. Wir würden die Mannschaft, glaube ich, noch ein bisschen voranpushen, versuchen. Okay. Und aber jetzt machen wir es von der Bank und da werden wir unser Bestes geben. Ja. Wann sieht man euch denn mal wieder? Also wie ist so der Stand bei euch beiden jetzt gerade? Bei mir ist es so, dass ich nächste Woche anfange, wieder voll zu trainieren. Mhm. Und dann die Woche einfach schaue, wie es mit der Verletzung so ist. Ja. Und je nachdem, denke ich, bin ich nächste Woche wieder dabei. Also schon wieder, nächste Woche geht schon wieder los. Ich will keine großen Versprechen machen hier, aber... Ja, ja, aber es wäre doch eine gute Sache, oder? Sehr gut, ja. Wie ist bei dir, Mussi? Bei mir auch. Ich fange jetzt Montag an, wieder locker zu laufen. Schön. Und dann muss man von Tag zu Tag schauen, wie sich der Knöchel verhält, wie sich mein Schienbein verhält. Und ja, also ich glaube, wir können jetzt großartig keine Diagnose stellen, wann genau wir wieder anfangen werden. Ja. Aber wir werden unser Bestes geben, um frühzeitig wieder auf dem Platz zu stehen. Aber man merkt schon, ihr wollt es nicht übertreiben, um es halt dann nicht nachher zu verschlimmern. Das hört man schon so ein bisschen raus. Richtig, die Saison ist lang. Die Saison ist sehr lang und man muss halt auch in die Zukunft ein bisschen blicken. Ne? Ja. Es bringt jetzt nichts, frühzeitig anzufangen und dann über nächste Woche wieder auszufallen. Ja. Damit ist niemandem geholfen, uns nicht geholfen, der Mannschaft nicht geholfen. Ja. Am besten alles vernünftig auskurieren und dann für die Zukunft die Spiele vernünftig nochmal bestreiten können. Ja. Ja, genau. Das wird ja noch ein bisschen was dauern. Ne? Richtig. Ja. Mal aus Zuschauersicht, also würdet ihr sagen, es ist eine attraktive Partie schon, oder? Wie wird das? Aus Zuschauersicht. Ja. Also es ist eine attraktive Partie, oder? Trotz des Rückstands jetzt. Ja, es ist ein hohes Tempo drin. Es ist, das Spiel an sich ist ja nicht schlecht. Hohes Tempo, wie Sie schon sagten. Das Wetter spielt mit. Ja. Ist eigentlich optimales Fußballwetter. Und ja, ich hoffe nur, dass wir jetzt noch 2-3 Tore nachlegen können. Dass wir so einen Rückstand nochmal drehen können. Ja. Aus Zuschauersicht denke ich auch, das ist ein gutes Spiel. Ja. Aber als Anlass-Fan, denke ich, will man natürlich, dass wir gewinnen. Klar, logisch. Wollen alle, selbstverständlich. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir das Spiel jetzt drehen und den Zuschauern noch eine gute Show liefern können. Wisst ihr eigentlich, wie viele Zuschauer heute hier sind? Habt ihr da eine Zahl? Das sind ja bestimmt mehr als 1200 beim letzten Mal, oder? 1200? Also beim letzten Mal waren es ja 1205. Ja. Und, ich würde jetzt schätzen, das sind nicht mal mehr, oder? Ich würde 1000 schätzen. Okay, weniger tatsächlich. Okay. Ich würde auf jeden Fall auch so 1200 schätzen. Aber man kann schon sagen, die heute nicht hier sind, die verpassen so ein bisschen was. Ne? Also vom Punktestand mal abgesehen, aber es ist ja echt eine Top-Atmosphäre auch. Auf der Tribüne ist eine Top-Stimmung. Alle versuchen, die Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen. Das, Ich denke nicht nur heute, ich denke jedes Spiel. Was die Fans verpassen, ist ein, wie sagt man, verpasstes Event. Hier ist immer gut was los, die Zuschauer machen immer richtig Stimmung, es ist immer geil hier zu spielen und deswegen hoffen wir, dass wir in der Zukunft auch die Zuschauer ranholen können dadurch. Ja, dann sagt doch mal, ihr beiden als Spieler, wie wichtig ist denn der 12. Mann tatsächlich? Ist das nur immer so Gerede oder ist das tatsächlich wichtig? Spürt man das, wenn man da nochmal so angepeitscht wird oder interessiert mich eigentlich gar nicht? Auf jeden Fall. Also man kriegt die Energie auf jeden Fall mit. Mhm. Die peitschen einen nach vorne und ohne die Fans ist ja auch keine Stimmung da. Ja. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie da sind und dass sie auf jeden Fall vorne peitschen. Du hast ja schon mal ein bisschen höherklassig noch gespielt. Also, du kannst das ja wahrscheinlich aus verschiedenen Perspektiven sogar sagen. Was ist dein Eindruck? Das auf jeden Fall. Für mich ist das immer in den letzten 20, 30 Minuten das extrem. Okay. Da
wenn man dann kaputt ist, wenn die Luft dann ein bisschen raus ist, ja, und dann nochmal die Fans an dem Rücken hat und dann, wenn die nochmal einen voranpushen, dann das motiviert einen nochmal extra, dann vergisst du irgendwie, dass du kaputt bist, ja, und dann läufst du einfach drauf hoch, ohne Kopf. Ja. Und das finde ich dann immer geil. Und ja, hier in Delmenhorst hat man das halt extrem. Ja, schön. Ja. Also bei anderen Mannschaften hast du es auch schon erlebt, dass es nicht so war oder dass die Fans eben nicht so energisch, nicht so leidenschaftlich waren. Ich habe es tatsächlich als ich mit der Nationalmannschaft gegen Kambodscha gespielt habe, ja, da waren, ich weiß nicht, 60.000, 70.000 waren da. Da waren die Zuschauer allerdings für beide Seiten. Selbst als, okay, wir deren Tor angegriffen haben, haben die für uns gepfiffen. Okay. Und als die unser Tor angegriffen haben, haben die für deren Mannschaft gepfiffen. Ja. So kann es auch gehen. Also das klingt ja super fair. Ja, das, ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, nee, dann ist mir das hier aber lieber, dass, ja, die Delmenhorster bei den Delmenhorstern bleiben. Ja. Okay, ja. Es war ja im Vorfeld schon klar, dass Drochtersen kein leichter Gegner wird. Ne? Würdet ihr sagen, das hat sich so bestätigt oder habt ihr es doch anders erwartet, dass ihr gedacht habt, es wird zwar nicht einfach, aber wir schaffen das doch irgendwie in Führung zu gehen? Ja, ich denke, das war auf jeden Fall das erwartet schwere Spiel. Ja. Drochtersen ist schon ein richtig guter Gegner. Und ja, aber wir sind kein Deutsch schlechter, deswegen brauchen wir uns nicht verstecken. Ja. 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 Das siehst du auch so, ja? Ja. Also in der Liga darfst du keine Mannschaft unterschätzen. Das tun, ja, wir auch nicht. Wir sind eigentlich immer top vorbereitet auf jeden Gegner. Und ja, aber du kannst den Spielverlauf nie vorhersagen. Ne? Das ja. Es gibt keine kleinen Gegner mehr, wie es so schön heißt. Genau, ja? Genau. In dieser Liga ist jede Mannschaft stark. Ja. Wir müssen uns auf jede Mannschaft vernünftig vorbereiten. Das tun, ja, wir eigentlich auch. Und ja, wie gesagt, den Spielverlauf kann man vorher nicht sehen. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wollt ihr ja, glaube ich, bis zum Ende des Jahres, bis zu Weihnachten, wollt ihr ja einstellig sein. Ne? Und ja, seid ihr auch ganz gut im Plan, würde ich sagen, oder? Ja, wenn wir heute die 3 Punkte noch mitkriegen, dann, genau, dann kriegen wir das auch hin. Ja, da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr noch der Mannschaft auf den Weg mitgeben wollt, was ihr noch sagen wollt? Oder? Ja, einfach eigentlich nur an die Fans noch, dass wir uns freuen, wenn noch mehr Fans, das sind schon viele hier, ja, dass einfach noch mehr Fans erscheinen können und uns einfach nochmal weiter voranpushen. Gerade bei solchen Spielen ist es wichtig, die Fans im Rücken zu haben, dass man so ein 2-0 nochmal aufholen kann. Ja, super. Ja, ich sehe es genau wie Musti. Ja, wir brauchen einfach mehr Fans, obwohl es jetzt schon viele sind. Und ja, kommt einfach ins Stadion, genießt das Spiel. Genau. Und dann haben wir gemeinsam Erfolg. Ja, sehr schön. Das sind auch wunderbare Schlussworte. Ich danke euch beiden sehr, danke, wünsche euch auch Gesundheit, alles Gute, dass, danke, ihr dann bald wieder spielen könnt und ja, bis bald mal wieder. Vielen, Dankeschön, Dank, dass ihr die Zeit genommen, danke, habt. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Wenn die Mannschaft wieder auf das Feld kommen und dann wird die zweite Halbzeit angepfiffen werden, hier in der Partie SV Atlas Delmenhorst gegen SV Drochtersen Assel. Die beiden haben es eben schon gesagt, es ist wunderbares Wetter hier und ich persönlich kann euch auch echt nur empfehlen, schaut mal im Stadion vorbei, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet, was ich mir ja kaum vorstellen kann, aber wenn ihr noch nie hier bei so einem Spiel vom SV Atlas wart, schaut vorbei. Es ist ein Erlebnis. Und wenn ihr schon mal da wart, dann wisst ihr ja, wie schön das hier ist. Und dann habt ihr ja mal wieder Lust, selber vorbeizuschauen. Nicht nur hier bei uns am Stream das Ganze zu verfolgen, sondern es ist nochmal eine andere Atmosphäre im Stadion auf jeden Fall. Und hier sehen wir jetzt auch direkt, wie die Mannschaften wieder aufs Feld kommen. Hier jetzt der SV Atlas. Und da kommen auch die Gäste aus Drochtersen bzw. Assel. So dass dann gleich die zweite Halbzeit angepfiffen werden kann. Und da sehen wir auch die neue Ein- bzw. Auswechseltafel, die gleich auch nochmal zum Einsatz kommen wird. Und da werden wir bestimmt gleich schon mal die ersten Zahlen sehen. Der Spieler wird präsentiert von Röntgen Hygiene Service. Der Schiedsrichter hat den Ball in der Hand und legt ihn hin.
und gleich wird es dann losgehen. Und wir hoffen natürlich aus Delmenhorster Sicht, klar, Delmen News, wir sind ein Delmenhorster Magazin und da sehen wir auch gerade dass Mattia Triani Tobias Steffen ablöst. Beziehungsweise Wilhelm Hendrik Hoprogel, Paul Tissé. Und es geht in wenigen Sekunden los. Nämlich jetzt. Und alle hoffen natürlich, dass dieser Rückstand noch gedreht werden kann. Beim letzten Heimspiel hatte man ja auch einen Rückstand, den man noch drehen konnte. Das macht von Anfang an Druck. Für den SV Atlas. Vielleicht kommt ja jetzt die Wende, man weiß es nicht. Auf der Tribüne wünschen sich auf jeden Fall jetzt hier den Anschlusstreffer und vielleicht wird es ja was. Thank you.
für Atlas. Eine erneute Ecke für den SVA. Und noch eine Ecke. Knapp am Tor vorbei. Thank you.
Die nächste Chance. Oh, das hätte sein können. Oi, 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 oi.
nächste Chance. Für die Gäste. Aber Eike Bansen kann klären und bringt direkt den Ball. Atlas. Ja, ja. Oh!
Fragen sich gerade die Fans, wie er sein kann. Freistoß und gelbe Karte, ob das nicht eigentlich rote Karte sein müsste. Mal schauen. Vielleicht fällt jetzt der Anschlusstreffer. Momente, nur leider aus Sicht des SV Adlers nicht mit von Erfolg gekrönt. Jetzt wollte ich sagen, aber nein. Aber immerhin Ecke. Ja, keine Verbraucherinformation. Der SV Adlers bedankt sich heute bei 986 Zuschauern. Wir kriegen gerade die offizielle Zuschauerzahl, hätte ich nicht gedacht. 986. Ich hätte gedacht, es seien mehr. Kleine Diskussion, wo die Gäste schon länger wechseln wollen. Martin Sattler, komm rein und Nicola Serra. Rausgehen Nummer 3 und Nummer 21. Den Platz verlassen mit der Nummer 3 Kjörn Nils Mohr und mit der Nummer 21 Jan Miklas Steffens. Ecke für die Gäste. Hey, mach du das.
Klo. Zeigen sich die Gäste mal wieder offensiv. In der zweiten Halbzeit ja zum Glück aus Sicht des Sportlers nicht so oft gesehen. Freistoß. Alles freigeben. Aber der ging übers Tor. Und ein Wechsel. Steffen Rohweder kommt rein und Oliver Schindler geht raus. Neues Spiel mit der Nummer 28, Steffen Rohweder, der Spieler wird präsentiert von Kira Engelmann. Padun geht raus mit der 33 und Quinn kommt rein mit der Nummer 14, Alexander Neumann. Come on.
Hahn ist oben, Einwurf für den Schwadlers. Schöner Kopfball von Steffen Rohwedder, aber leider nicht ins Tor. Aber der nächste Angriff. Vielleicht ja jetzt. In die Arme des Torwarts, der direkt den Abschluss macht, um einen Konter einzuleiten. Der Trainer kriegt eine gelbe Karte wegen Meckerns der Gäste. Währenddessen wird noch ein Spieler behandelt, der eben beim Angriff auf das Tor des SV Adlers zu Fall gekommen war, verletzt worden war.
Da ist leider das dritte Tor, leider aus Sicht des SV Atlas. 0 zu 3. Red, was ist jetzt, Red? Nein, kommt die Nummer 9. Das ist Felix Niedergeil. Und schön geht raus. Jörg Wulff. Stefanel macht den Einwurf, mal schauen, vielleicht kommt er ja bis vor das Tor, man weiß es nicht. Nein. Keine Chance, ein Tor zu machen für den SV Atlas. Soll irgendwie einfach nicht sein. So viele Chancen in diesem Spiel für den SV Atlas, aber keine geht rein.
Die nächste vielleicht jetzt mit dieser Ecke. Spieler, der wirklich alles. Gelbe Karte für den Gästetrainer. Gibt noch kurze Diskussionen, aber es wird wahrscheinlich die Entscheidung nicht aufheben. Jetzt hält die Presse wieder, ne? Jetzt hält die Presse wieder. Da das Tor, da die große Karte. Da hält die Presse wieder, ne? Nach 10 Minuten müssen hier 2 gelbe Karten aus. Da laberst du nicht. Du musst den Hals auf, wenn du das Ding mal auswechselst. Alter! Du bist der schlechteste Mann! Eieieiei. Wie spielen sie gerade Szenen ab? Leo Weichert brüllt aus dem Gebäude, damit der Entscheidung überhaupt nicht einverstanden ist. Ein paar Atlas-Fans diskutieren mal, mit dem Trainer und dem mit der Gästebank. Alles sehr unschön, muss nicht sein in meinen Augen, aber gut. Sind Emotionen, aber ja, unnötig. Mal schauen, vielleicht kommt ja doch noch der Ehrentreffer. Eike Bansen klärt, rettet und weiter geht's. Und das war die Partie. SV Atlas gegen. Ja, man kann sagen, sie lässt ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück. Atlas hat gut gespielt in meinen Augen über weite Teile des Spiels, aber ja. Rochlas in Assel war einfach effektiv in der Chancenverwertung. Atlas hat leider keine einzige seiner Chance verwerten können. Ja, dann, das ist noch ein paar kuriose Sachen am Rande. Da ist, dass der Trainer der Gäste eine gelbe Karte bekommt. Dann kurz vor Schluss noch die rote Karte für Atlas. Ja, etwas unschön. Und ja. Und ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns hier. Wir hoffen, dass ihr trotz des Ergebnisses an den digitalen Bildschirmen Spaß am Fußball hier hattet, weil über weite Strecken war es eine attraktive Partie in meinen Augen. Und wir verabschieden uns damit in den Sonntagabend. Hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei oder schaut gerne mal im Stadion vorbei, wo man den Fußball natürlich noch direkter, noch besser verfolgen kann. Wir verabschieden uns. Bis dann. Ciao und tschüss.